Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Shop Video auf diesem Kanal, sofort und gleich wieder. Heute zeigen wir euch den neuen Fortnite Shop. Wir fangen wie immer links an und fangen heute an mit dem Wildcard Skin, das bedeutet mit diesem Skin aus dem High Stakes Modus. Und zwar habe ich mir den sofort gekauft, Leute. Ein so unfassbar nicer Skin, da kann ich jetzt schon sagen 10 von 10. Ich habe ihn mir gekauft und wenn ich jetzt mal in den Spind gehe, hier auf Toggle Favorite, hier Edit Style, kann man sich auch noch Stile aussuchen, wie zum Beispiel das Kreuz, ein Herz. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, welcher davon euch am besten gefällt. Karo, Pik, Herz oder Kreuz. Wobei ich sagen muss, ich finde der Kreuz, also mit dem Kreuz sieht er mega geil aus. So ein bisschen wie ein Totenkopf. Ich finde das am geilsten. Mit dem Peak. Ja. Das ist Peak. Ja, geh mal nach links, das ist Karo. Ich weiß, das ist Karo, Kreuz und. Kreuz und Herz, sorry. So rum, ja. So, Findest du den Koffer hinten? Den Koffer. Wir bewerten nur den Skin. Also, ich finde beides ziemlich cool. Also, den Skin, da gebe ich auch eine 10 von 10 drauf. Und der Koffer, den finde ich auch mega nice. So. Mit dem wackelnden. Mit den Handschellen da dran. Richtig cool. Safe Crack, oh nein, das geht jetzt. Also, das ist wirklich was, wo ich wirklich sagen muss, das ist echt kacke. Ich mag den irgendwie überhaupt nicht. Der sieht kacke aus, muss ich sagen. 4 von 10. Seite hier. Ja, 4 von 10. Echt, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das Ding, den Safe Cracker oder Panzerknacker, wie er hier heißt, dort reinzukommen, war der leichte Teil des Räuberbandesets. Ich finde das Ding ziemlich kreativ. Doch, ich finde es ziemlich kreativ, muss ich sagen. Also es ist... Kreativität freien Lauf setzen. Alter, das ist richtig geil gemacht. Guck dir mal an, hier da unten mit den Goldbarren, Goldmünzen draufgesetzt, oben. Hier von diesem Safe da, dieses Radschloss da. Dann hast du unten noch die Geldbeutel, wo Lamas drauf sind und ja, die übrigens, Geldscheine Leute, raus. Moment, Leute, ich habe hier auch dieses Cashflow als Contrail. Konnte man sich ja hier in Challenges erspielen. Ich habe auch die Picke schon, die Crowbar. Habe ich mir schon alles geholt. Jo. So. Also. Dann, ich habe 4 von 10 gegeben. Du? Ja, ich bin noch am Erzählen. Du hast einfach zwischendrin rein gegrätscht. So. Dann haben wir hier, man sieht sogar unten, dass das das Ende von dem, beziehungsweise ein Stück Wand ist, wo dann noch diese Drähte rausschauen. Ich finde das Ding ziemlich cool. Und muss sagen, ich weiß natürlich nicht, wie es als Leiter aussieht, aber das Ding sieht echt cool aus. Also ich gebe dem Ding 9 von 10. 9 von 10? Ja. Okay. Dann kommen wir zum Burnout-Skin. Das Einzige, was an dem cool schön ist, der Helm. Ich würde sagen 6 von 10. Wenn ich diesen Skin sehe, kriege ich einen Burnout. Also das ist ziemlich... Ja, ist... Ich finde den nicht wirklich spannend. Ist Knight Rider. Mir ist der Burnout. Ja. Also ich sag mal so, 6 von 10. Oh, habe ich auch gegeben. Prismatic. Bam. Prismatic Gleiter. Mhm. It's so colorful. Dieser Gleiter sieht absolut aus wie Augenkrebs. Pur. Wie viel gibst du? Darauf gebe ich 2 von 10. Okay, ich gebe auch 2 von 10. Dann kommen wir zu Tactics Officer. Ready for Action. Oh nein, No Skin bewerten. Das ist schon wieder No Skin bewerten. 0 von 10. Das ist No Skin bewerten. Prinzipiell schon, ja. 0 von 10? Ja, bin ich bei dir. Plunger, also die Pimpelacke. Und Leute, wir klicken jetzt mal auf Purchase, weil ich wollte mir die schon kaufen. Und ich habe sie jetzt. Da haben wir sie. Hier ist sie. Die Purple Axe, mega geil. Die habe ich mir jetzt gerade gekauft für, 800 V-Bucks. Ja, 800 V-Bucks, genau. 10 von 10. Mega cool. Ich finde die auch total cool. Die Idee ist auch ziemlich geil mit dem Pümpel. Und dem Katana, was da reingehackt wurde, ja. Ich finde das Ding auch spannend. Gebe darauf 8 von 10. 8 von 10. Okay, work it out! Der ist so witzig. 9 von 10. Ich finde das auch echt cool. Vor allem erinnert mich das an eine Situation,
damals ein Arbeitskollege von mir einem Taubstummen erklären wollte, was er in seiner Freizeit macht. Und das sah in etwa genauso aus wie das, was der hier macht. Ja? Also wirklich, also gerade auch dieser Anfang ist mega cool. Deswegen muss ich da echt dran, die ganze Zeit dran denken, wenn ich diesen Emote sehe. Also ich gebe dem Emote 8 von 10. Okay. Dann kommen wir zu dem heutigen Highlight, und zwar Fistpump. Mega witzig für 200 V-Bucks. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir unbedingt kaufen müsste. Ich habe ja die 200 V-Bucks, ich könnte die mir ja kaufen, aber da ist immer die Sache, das ist, kauft man ihn sich oder kauft man ihn sich nicht, weil ich würde sagen 7 von 10 höchst. Also für kaufen würde ich mir für nicht. 200 V-Bucks ist das schon ziemlich geil, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe jetzt extra den Kopfhörer nochmal aufgesetzt, in der Hoffnung, dass irgendein Ton kommt außer einem Windhauch. Das ist das Einzige, warum ich den ein wenig abwerten würde. Also es fehlt mir da irgendwo so ein bisschen der Ton. Deswegen gebe ich auch 7 von 10. 7 von 10, okay. Ja, wenn euch der heutige Daily Shop gefallen hat, würde ich mich selber ein Like, ein Abo und Kommentar freuen. Bis dann rein und tschüss. Ciao.